Willkommen zurück bei Tomb Raider, Rise of the Tomb Raider. Ja, ich sag's mal direkt vorweg, ich habe Shadow of the Gamescom nicht angespielt. Und zwar, weil die Anstellschlange abgesperrt war, weil sie überfüllt war. Und dann habe ich auch nicht eingesehen, da jetzt Wache zu stehen, bis sie die wieder aufmachen. Also es war wirklich am Ende der Anstellschlange mit diesem roten Band da, was man auch an der Baustelle macht oder sowas, ein Absperrband, war die Anstellschlange abgesperrt und man konnte sich nicht anstellen. Da habe ich mir gedacht, komm, nö, dann eben nicht. Ich werde mir das Spiel wahrscheinlich sowieso holen, dementsprechend habe ich mir gedacht, das tust du dir nicht an. Also ist das gleiche, was ich eben auch schon am Mittwoch hatte, dass die Schlange einfach abgesperrt war, man durfte sich nicht mehr anstellen und ganz ehrlich, das ist irgendwie, bin ich da dann auch ein bisschen zu, keine Ahnung, eitel für, das mit mir machen zu lassen. Man wartet sowieso schon 3 Stunden, um überhaupt reinzukommen und um 11 Uhr, ach Quatsch, 11 Uhr, 10 Uhr, eine Stunde, nachdem wir drin waren. 9 Uhr war offen heute, Samstag, und um 10 Uhr war einfach schon die Schlange voll. Und da habe ich mir gedacht, ne. Nö, nö, nö. Ich würde ganz gerne Bastion der Hoffnung, Saka Umbra, würde ganz gerne die eine nochmal anziehen, die eine Ausrüstung, Nachtschatten, nie. Unsterblicher Wächter, Metallrüstung, Bärenfellkapuze, sibirischer Wald, wieder, wo ist er denn? Da. Pavlinen-Outfit. Das ziehen wir das nochmal an. Wir werden ja jetzt die DLC-Mission starten. Ich habe übrigens Folgendes überlegt. Wir werden die Craftmaner-Mission höchstwahrscheinlich erst kurz vor Release des DLC. Ach Quatsch, das DLC ist ja schon. Kurz vor Release von Shadow of the Tomb Raider spielen. Dass ich das dann als kleine Gameplay-Übergangsübung ins neue Tomb Raider sehe. Ne? Dass ich dann im Nachhinein da dann die Übung habe, nochmal ein bisschen zu klettern, zu laufen, zu springen, um dann in Shadow nicht gerade nach 2-3 Wochen Abstinenz wieder in die Steuerung reinfinden zu müssen. Oder ich mache es doch jetzt direkt im Anschluss, kommt ein bisschen darauf an, wie lange das Ganze dauert mit der DLC-Mission. Ich habe mal die Hoffnungen, dass wir ein bisschen länger beschäftigt sind. Okay, wir haben ja die Trinity-Soldaten bereits ausgeschaltet und sollen jetzt die Verbliebenen, die sich innerhalb des Lagers oder eher gesagt des Sägewerkes befinden, befreien. Das machen wir auch. Die sind hier auch schön markiert. Bin ich mal gespannt, wie die ganze Mission laufen wird. Aua. Echt jetzt im Schrank? Blut. Sie ist verletzt. Stopp! Stehen bleiben! Ich bin nicht von Trinity. Mein Name ist Lara und deine Waffe ist nicht geladen. Ich kann sehen, dass der Zylinder leer ist. Der Schlagbolzen hat eh nie funktioniert. Du bist verletzt. Ich muss mich nur kurz hinlegen. Lara, nicht wahr? Ich bin Nadja. Ich könnte Hilfe gebrauchen. Okay. Klingt nach einer guten Mission, oder? Was kann ich tun? Mein Großvater hat sich nachts aus dem Dorf geschlichen. Ich glaube, er will zum gottlosen Tal, wo die Hexe Baba Yaga lebt. Ich wollte ihn einholen, als mich die Eindringlinge erwischt haben. Vor meiner Geburt hat die Hexe meine Großmutter ermordet. Großvater hat immer von Rache gesprochen. Aber ich hätte nie geglaubt, dass er es tatsächlich wahr macht. Die Zeit ist knapp und in dem Zustand kann ich nicht selbst gehen. Wir müssen ihn finden. Missionsbelohnung, neues Outfit und neuer Bogen. Der Tempel der Hexe. Ihr habt es gehört, ein neues Tal. Also kommt auch ein neues Gebiet dazu. Das hört sich gut an. Gerne, natürlich helfe ich dir. Ich werde dort lang gehen und versuchen, seine Spur aufzunehmen. Oh, danke. Der Pfad zum Tal führt durch die Höhle östlich von hier. Okay, cool. Neuer Charakter, neue Mission. Direkt das richtige Versteck erwischt. Das ist ja fabelhaft. Gut, dann freue ich mich. Neues Outfit, neue Bögen. Das hört sich ja super an. Mein Gott. Ja. Ich bin gerade ein bisschen überrascht. Es scheint nur sehr wenig Xbox-Spieler zu geben, die das Spiel bzw. die Mission gespielt haben. Man muss dazu sagen, man muss den Season Pass besitzen oder das DLC extra kaufen, um diese Mission spielen zu können. Und ich denke mal, dass da eben die meisten Spieler wahrscheinlich die PlayStation-Version als Anniversary, oder? Ich bin verwirrt. Ne? Weil nur so wenige diese DLC-Mission gespielt haben. Merkwürdig. Na gut, wir folgen der Schlucht ins östliche Tal, beziehungsweise der östlichen Schlucht ins Tal der Hexe. Hört sich ja eigentlich nach einer coolen Aufgabe an, oder?
War hier denn noch ein Weg, oder? Aha. Perfekt. Ja, hier war ja das Grab drin. Hier waren wir ja auch schon. Und hier ist jetzt ein neuer Weg, oder wie soll ich mir das vorstellen? Boah, ich freue mich auf Shadow, ne? Ich freue mich extrem auf Shadow. Ich hätte das so gerne angespielt heute. Lara, ich habe bei einem toten Eindringling ein Funkgerät gefunden. Kannst du mich hören? Laut und deutlich. Ich kann die Frequenz der Eindringlinge überwachen, während ich mich verarzte. Ich melde mich, wenn ich was Nützliches höre. Okay, also haben wir die jetzt so als Begleiterin, die uns immer wieder Tipps gibt und uns dann übers Funkgerät kontaktiert. Das ist schön. Wäre sonst ganz schön ruhig geworden. Okay, da konnte man in die Höhle vorher also nicht rein. Bin gespannt, ne? Das ist jetzt eine DLC-Mission. Wenn man den Season Pass dafür gekauft hat, ich habe ihn ja gekauft, hat man jetzt hohe Erwartungen. Was kannst du mir noch über das gottlose Tal erzählen, Nadja? Meine Leute meiden diesen Ort. Schon seit Jahrhunderten. Als die Sowjets hier waren, wollten sie dort einen Vorposten errichten. Aber sie haben Baba Yaga verärgert. Und sie hat sie alle verrückt gemacht. Großvater hat mir alles über sie erzählt. Sie wohnt in einem magischen Haus, das auf Vogelbeinen läuft. Glaubst du denn daran? In das Haus mit Vogelbeinen? Ich glaube, Großvater. Er war im Gulag, als die Sowjets meine Oma ins Tal brachten, um beim Erforschen der Ruinen zu helfen. Die Hexe hat sie ermordet. Das hat er nie vergessen. Aber eine richtige Hexe? Aus einem russischen Märchen? Klingt unwahrscheinlich. Tja, sei vorsichtig. Irgendwas ist in dem Tal. An diesem Ort passiert nichts Gutes. Wenn wir jetzt wirklich ein Haus sehen, das auf Vogelbeinen läuft, dann bin ich aber wirklich verblüfft. Ach, hier sind wir, oder? Das ist doch die... Moment mal, das ist doch die Klamm, oder? Jetzt nur eisig diesmal. Hier waren wir doch schon mal. Oder irre ich mich da? Ich meine, hier waren wir schon mal. Nee, wie gesagt, ich mag sowas, ne? Ich habe ja ganz kurz anderes Spiel, andere Thematik. The Elder Scrolls. Es gibt, meine ich, Elsweyr, irgendwie sowas, keine Ahnung. Ich glaube, es gibt irgendein Land in The Elder Scrolls, in Tamriel, bei dem dann die Städte auf wandernden Bäumen sind. Ich finde sowas in Spielen so geil. Auch in Shadow of the Colossus, die Riesen, die Kolosses, einfach so geil. Riesige Gegner, die noch bewohnt sind und obendrauf ist eine Stadt oder ein Haus oder da lebt jemand drauf und das bewegt sich. Wenn man obendrauf ist, sieht man, wie man durch die Landschaft läuft. Ist einfach nur geil. Wenn wir da jetzt wirklich gleich so ein komisches Haus auf Vogelbeinen sehen, dann drehe ich aber vollkommen vom Rad hier. Aber Jager. Ah, ich habe eine Theorie, dass wir jetzt da rüberkommen. Mal gucken. Lara, warte. Ich empfange eine Übertragung. Das musst du hören. Overwatch, kommt! Sofortige Evakuierung! Scheiße! Was zum Teufel ist das? Läuft! Was zum... Das war gruselig. Hast du das gehört? Das war die Hexe! Irgendwas geht da draußen auf jeden Fall vor. Egal was es ist, wir werden es herausfinden. Okay, der Weg ist neu hier. Seht mal. Tatsache, sonst hast du der DLC-Weg. Ja, es hat sich verdammt gruselig angehört. Lass uns mal ganz kurz festzuhalten. Wir haben hier aber nichts übersehen. Nö, wo wir jetzt eben hier waren. Okay. Ich will ein laufendes Haus auf Vogelbeinen sehen. Wupp. Eine Hexe, das ist aber... Uah. Hier ist ein kleines Lager. Großvater scheint es ja bis dahin geschafft zu haben. Du bist schon fast im Tal. Okay. Boah, wäre das geil. Eine richtige Hexe. Ich meine aber schon mal gelesen zu haben, dass der Bosskampf extrem schwer wird. Irgendwie sowas habe ich in Erinnerung. Ich bin mir aber nicht sicher. Okay.
Durchsuchen Sie das gottlose Tal nach Nadias vermisstem Großvater. Was ist das? Was hängt hier? Geweihe, ne? Geweihe und Glocken. Okay. Nadia, ich glaube, ich habe dein gottloses Tal gefunden. Ich weiß nicht, ob es Baba Yaga ist, aber hier draußen ist etwas. Sei vorsichtig. Das ist ihr Land. Was zum Teufel? Okay, das erinnert mich extrem stark an den ersten Teil. Eben an so ein Kult und... Wenn das eine Hexe ist, ist das nicht gut. Alle Hoffnung aufgegeben. Baba Yaga betreten sie das gottlose Tal. Warum haben das so wenig Leute gespielt? Das verstehe ich gar nicht. Sehr merkwürdig. Gut, haben wir noch einen Kristall bekommen. Und hier war aber ein Schriftstück irgendwo, ne? Wo waren das jetzt? Hier. Nadia, meine Enkeltochter. Mittlerweile weißt du es. Ich werde in das Tal gehen, um die Hexe zu vernichten. Baba Yaga, ich werde Rache für deine Großmutter nehmen. Es sind Neuankömmlinge in unserem Tal, bewaffnete Männer, die in Helikoptern kommen. Ich weiß nicht, was sie wollen, aber wenn ich gehen will, ist dies meine letzte Chance. Du verdienst es, die Wahrheit zu erfahren. Den Grund. Dein Großvater ist kein weiser Mann. Mit harter Arbeit bin ich ein guter Mann geworden für deine Großmutter. Aber das war nicht immer so. Ich kam aus dem Westen, wo selbst ein kleines Dorf tausende Einwohner hat. Ich war ein fauler Bursche und beim Eintritt in die Partei träumte ich von einem unbeschwerten Leben. Einem bequemen Schreibtisch in der großen Stadt. Aber sie schickten mich hierher ans Ende der Welt. Um Männer und Frauen arbeiten, hungern und sterben zu sehen. Um Teil ihrer Bestrafung zu sein. Ich wusste, dass das böse war, aber ich wusste nicht, wie man kämpft, bis ich sie traf. Okay, der Großvater wollte sie vernichten. Tagebuch des Großvaters. Okay, sehr interessant. Oho, ich habe hohe Erwartungen. Was haben wir hier? Noch ein Audiolog. Den ersten Kontakt mit dem älteren Einheimischen hatten wir um 0700. Zuerst glaubten wir, dass er an einem Angriff auf die Anlage beteiligt war, doch er entfernte sich durch eine nicht kartierte Schlucht. Wir wurden autorisiert, ihm mit etwas Abstand zu folgen und schon sind wir auf Ruinen und andere vielversprechende Zeichen gestoßen. Wir versuchen hier draußen die Ruhe zu bewahren, aber das sieht nach einem großen Fund aus. Dieser Entdeckungsbonus ist uns so gut wie sicher. Toll. Eine Meldung von Team Bravo, bevor sie ins Tal vorrückten. Trinity, die hinterhergelaufen sind, hinter dem Großvater. Okay, was ist das hier für ein Dunst, der hier runterkommt? Oh, guck mal, die Blüten. Okay. Hier weht eine Art Pollen umher. Blumen. Was hast du gesagt? Was hast du gesagt? Ich kann mich nicht verstehen. Irgendwas stimmt nicht. Hier dreht sich alles. Hier ist Stern. Oh Gott, ich glaube, wir sind auf dem Trip, oder? Was zum Teufel? Nein, ich muss träumen. Das ist nicht real. Das kann nicht sein. Alter, die gucken uns alle an. Geh einfach weiter. Lara. Dad? Nein. Das kann nicht sein. Nein. Warte. Halt. Wo bin ich? Wie weit geht dieser Weg? Das ist nicht echt. Nicht er. Dad. Halt. Bitte nicht. Wie geil ist das bitte gemacht? Oh, wow. Ich muss sofort hier raus. Was soll das denn? Ich hab mich echt erschrocken, Mensch. In den Mythen steht die Wahrheit. Ich will nur weg. Bitte. Nein. Nein. Oh Gott, erleben wir jetzt den Mord an... Den Mord unseres Vaters? Nee, oder? Nein.
Hast du's verstanden? Wer bist du? Komm und sieh. Ei. Wie geil ist das denn bitte? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Alter, das ist einfach ein Haus auf... Was ist das denn? Oh mein Gott. Die sind die Eiterwölfe. Irgendwas falsch, oder? Spawn unendlich. Ja, also das war krass. Ich finde sowas ja cool. Ist das echt ein russischer Mythos, den die hier aufgegriffen haben? Ich find's cool. Ultra cool. Ivan, ich dachte, es wäre ganz einfach. Die meisten dieser stinkenden Schläger nehmen sich von den Gefangenen, was sie wollen. Ich habe Ivan gewählt, weil ich ihn für manipulierbar hielt. Aber es ist schlimmer. Er ist ein guter Mann. Er will genauso wenig hier sein wie ich. Diese Einstellung zählt zwar nicht viel, wenn er genug Essen und eine Decke zum Schlafen hat. Aber immerhin hat er einen moralischen Kompass, der den anderen fehlt. Dieser Ort macht ihn krank. Er weiß, dass er Teil des Systems ist und hasst, was er tut. Ich sah, wie er rebellierte, wenn er sich unbeobachtet fühlte, um sein Gewissen zu beruhigen. Ich habe ihm gesagt, dass das nicht reicht. Ich habe ihm gezeigt, wie er mehr tun kann. Wir haben gut zusammengearbeitet, unsere Flucht geplant. Aber es ist zu spät. Ich bin schwanger. Wir sind verflucht. Oha.
Seraphimas Schicksal war vom Zeitpunkt ihres Zusammentreffens eng mit dem von Ivan verknüpft. Das war fast die Stimme von der Hexe, oder? Ist das schon die Lösung? Ist sie die Hexe geworden? Wäre doof, ne? Wenn ich jetzt alles gespoilert hätte. Okay, ich find's ultra geil. Also immer, ich liebe es, ne? Wie gesagt, Indiana Jones, der Heilige Gral. Voll geil. Es gibt nichts Besseres, als so Mythen aufzugreifen. Ich liebe das einfach. Keine Ahnung, ich bin gerade voll gehypt irgendwie. Das finde ich gerade fast interessanter als die Hauptstory vom Spiel, muss ich sagen. Okay. Das können wir kaputt ziehen. Wir müssen aber eigentlich hoch. Dann gehen wir natürlich erst dahin, weil da liegt ein Schriftstück. Haben wir wir haben eine Karte. Guck mal hier. Lara Croft. Gottloses Tal. Relikte 1. Dokumente 21. Also haben wir überwiegend hier mit Dokumenten zu tun und nur mit einem einzigen Relikt. Ich habe meine Tochter nie im Arm gehabt. Sie nahmen sie mir auf dem Operationstisch weg. Ich wollte kämpfen, aber sie sind viele und ich bin erschöpft. Dann schafften sie mich fort, rissen unsere drei Herzen auseinander. Sie brachten mich in ein verstecktes Tal mit uralten Ruinen. Sie sagen, wenn ich kooperiere, werde ich meine Familie wiedersehen. Ich werde diesen Monstern niemals trauen. Aber ich habe keinen besseren Plan. Hier gibt es seltsame Blumen. Der Pollen verwirrt meine Entführer zusehends. Und sie wagen sich nicht weiter als bis zu unserem kleinen Vorposten. Sie brachten mich her in der Hoffnung, dass ich ihnen mit meinem botanischen Wissen helfen würde, ein Gegengift zu finden. Endlich hat der Staat eine Verwendung für mich. Ich nicke und lächle. Ich spiele mit. Aber sie können mich nicht noch einmal brechen. Für meine Tochter, für Ivan, werde ich leben. Sie haben Seraphima alles genommen. Ich denke mal, sie hat dann die Entscheidung getroffen, zur Hexe zu werden, um die abzuwehren, oder? Kommt mir jetzt so vor, ich weiß ja nicht, ne? Ich hoffe, ich habe jetzt kein Recht. Ich habe kein Recht. Recht habe ich immer. Jeder hat Recht in Deutschland. Nein, ich hoffe, ich habe Unrecht. Jemand war hier, vor kurzem. Hat auf den Ruinen aufgebaut. Was siehst du? Eine Art provisorische Destille. Nicht genau wie die Blumen. Scheiße. Na klar, sie verfeinert den Pollen. Macht ihn zur Waffe. Es gibt hier keine Magie, Nadia. Nur eine sehr schlaue Person. Aber warte, wenn sie nur ein Mensch ist, würde der Pollen nicht auch bei ihr wirken? Wenn sie dagegen ankommt, können wir es auch. Ah, okay, also gibt es keine Hexe. Schade eigentlich. Jetzt mache ich da das Seil? Nee. Mache ich hier das Seil rein? Ich verstehe noch nicht so richtig, was ich machen muss, aber ich denke mal, das wird sich gleich von selbst erledigen. Auch vielleicht wie schön. Kann ich ihn mit dieser Seilspule verbinden. Da ist ein Regenbogen. Wie gesagt, ich liebe es halt einfach, ne? Mit diesen ganzen Mythen, in Anführungszeichen, sowas. Das ist einfach geil. Wenn ich jetzt hier dran ziehe. Wow, das sollte genug sein. Das muss nur der Eimer machen. Reicht nicht? Okay, dann die Explosion oder was? Bam! Okay. Ja, dann wird das wahrscheinlich die Seraphima sein, die sich hier versteckt hält, um eben, ja, Leute abzuwehren. Wochen sind vergangen, seit mich die Mistkerle von Gulag in dieses seltsame Tal verschleppt haben. Weg von Ivan und meiner Tochter. Sie haben mich beauftragt, einen Weg zu finden, die seltsame Wirkung des Pollens zu bekämpfen, der in der Luft hängt. Ich glaube, jetzt habe ich eine Formel, die wirken könnte. Ein Extrakt aus den Samenkapseln der Pflanzen. Die Leber von Tieren, die die Blumen fressen und die Toxine im Stoffwechsel haben. Ein Phenothiazin-Derivat. Die letzte Zutat ist ein Risiko. In der Gegend um den Gulag wird das Mittel in großen Mengen als Insektizid verwendet. Aufgrund der chemischen Ähnlichkeit mit anderen Verbindungen, die ich studiert habe, könnte es auch als rudimentäres Neuroleptikum fungieren. Oder es könnte giftig sein. Ich werde die Mischung heute an mir selbst testen.
Und es hat scheinbar funktioniert. Forschungsnotizen einer sowjetischen Gefangenen, die ein Heilmittel für die Halluzination finden sollte. Aha. Ich habe etwas gefunden. Einer der Gefangenen hat eine Formel aufgeschrieben, die dem Effekt des Pollens entgegenwirken könnte. Das muss von meiner Großmutter sein. Die Hexe hat sie umgebracht und jetzt wird sie helfen, Großvater zu retten. Genau wie in seinen Geschichten. Nadja. Hab Vertrauen, Lara. Geh zurück zur Sowjetanlage, wo wir uns getroffen haben. Ich helfe dir zu finden, was du brauchst. Denkt die echt... Ach, der Kreis schließt sich, oder? Ah, Tatsache. Denkt die echt nicht mal daran, dass es ihre... Na gut. Die Sowjetanlage. Okay, dann einmal... Zu beschreiben, was ich gerade gesehen habe. Ich ging ins gottlose Tal, um Nadjas Großvater zu suchen. Ich kam gerade noch mit dem Leben davon. Es war wie ein Märchen bei einem zerbrochenen, schmutzigen Spiegel. Dad, mein Gehirn weiß, dass alles nur meine Fantasie war, doch... Halt noch in meinen Ohren. Dort drin geht etwas Furchtbares vor. Und ich glaube zwar nicht, dass es Zauberei ist, aber es ist außergewöhnlich. Ich muss herausfinden, was hinter all dem steckt. Aber zuerst muss ich einen Weg finden, um klar zu sehen. Okay, dann gehen wir zur Sowjetanlage und holen uns da die Sachen, die wir brauchen, die hier schon markiert sind. Das ist aber sehr nett. Okay, wir reisen zum Lager und... Ladezeit. Tja, ihr habt gewartet und ich habe gerade alle Fenster zugemacht, weil es draußen ziemlich kalt ist. Nee, ihr habt es gehört, wir müssen ein paar Sachen sammeln, aber das sollte eigentlich gar nicht so schwer werden. Höhlen ist kein Problem, diese komischen, was waren das, Hirschlebern? Was? Na gut, also wie gesagt, dass das die Großmutter ist, die da die Hexe spielt, ist, denke ich mal, okay, Nadja, offensichtlich. Ich bin zurück bei der Anlage. Hast du einen Tipp, wo ich suchen soll? Okay, okay, zuerst die Samenkapsel. Die Blumen wachsen in den Höhlen in der Umgebung. Es sind nie genug, um dich krank zu machen. Da solltest du ohne Gefahr welche davon sammeln können. Die Lebern sollten einfach sein. Die Hirsche dort fressen diese Blumen. Du musst sie also nur aufspüren. Wegen des Insektizids habe ich eine Idee, wo wir etwas davon finden können. Großvater hat mir beigebracht, Russisch zu lesen. Ich gehe gerade alte Ausrüstungsverzeichnisse durch, um zu sehen, wo sie es aufbewahrt haben. Ich sag Bescheid, wenn ich es gefunden habe. Okay, dann werde ich jetzt die anderen Vorräte sammeln. Ja, ja. Das wird ja ein Spaß. Okay, dann sammeln wir die Zutaten und dann, ja. Na, guck mal hier. Das sind die Blumen. Jetzt brauche ich die Samenkapseln. Sind hier noch mehr drin oder werden wir hier nur einen Blumenbusch finden? Frage ich mich jetzt gerade. Aha. Lara, das hier willst du sicher hören. Halte dich rein. Team Bravo wird noch vermisst. Seit dem Notruf haben wir keine Übertragungen mehr bekommen. Wir müssen ein Rettungsteam losschicken. Beendet die Patrouille bei der Sowjetanlage. Versucht die Spuren des alarmischen Mädchens aufzunehmen. Sie hat was mit dem Verschwinden von Bravo zu tun und wir brauchen mehr Infos, bevor wir weitere Leute reinschicken. Verstanden. Kannst du dich in Sicherheit bringen? Ich bin in einem alten Unterschlupf und habe draußen Seilfallen aufgestellt. Im schlimmsten Fall gibt es einen Tunnel, durch den ich fliehen kann. Aber ich muss die Liste noch fertig lesen. Ist das normal für dich, Lara? Ich bin das nicht gewohnt. Also, dass man mich umbringen will.
Ich glaube nicht, dass man sich daran gewöhnen kann. Also, pass auf. Das war's hier aber jetzt, ne? Laut Markierung nicht, aber ich glaube... Oder? Ich finde 3 Stück für eine Höhle schon ordentlich, oder? Von 5, das heißt, wir brauchen nur 2 Höhlen. Das ist doch super. Ne, gut, dann wieder... Okay, dann wieder raus hier. Ja, Hirsche jagen wird auch kein Problem. Was war das andere? Das ist wahrscheinlich irgendwas aus dem Sägewerk. Ich habe das Gefühl, dass wir die auch nochmal retten müssen im Laufe der Handlung. Wahrscheinlich gegen Ende. Ich weiß es nicht, mal gucken. Kam mir jetzt so vor. Dass sie am Ende dann irgendwie geschnappt wird und dann, ah, Laura, Hilfe, ich wurde doch geschnappt, da. Ah, hab ich dir doch gesagt, ja, aber ich wollte doch helfen. Irgendwie sowas in der Richtung. Wo ist denn die nächste Höhle? Gleich hier links um die Ecke rum und wir gucken mal, ob wir irgendwo einen Hirsch sehen, den wir mit unserem Pfeil begrüßen können. Nein, ich töte nicht gerne Tiere, aber es ist jetzt gerade hier für einen guten Zweck. Hä? Weiß ich nicht. Das ist ein guter Zweck? Sag hier es mir. Haben wir hier Hirsche? Wir gucken mal. Die Vögel. Aber keine Hirsche, tatsächlich. Heilkräuter können wir gut gebrauchen. Und hier oben ist dann schon der Höhleneingang. Hier waren doch, glaube ich, Wölfe drin, oder? Ah, hier ist das Lager. Aber die Typen sind nicht mehr da. Das ist ja auch wieder interessant. Da sind Blumen. Nicht nur ein Strauch hier drin. Na gut, dann haben wir 4 von 5. Okay, super. 4 von 5, also noch eine Höhle, dann die Hirsche und ich denke mal, dann haben wir auch schon... Ach, hier, guck mal hier. Mein Gott, ich bin echt blind. 5 von 5. Super, beschaffen Sie Hirschlebern. Ich finde es übrigens total cool. Also es gibt ja 2 Arten von Spielen. Die Spiele, die einen siezen und die einen duzen. Ich finde, das ist sehr stark vom Spiel abhängig, oder? Ich finde ein Spiel wie Assassin's Creed, Tomb Raider. Tomb Raider ist eigentlich so ein bisschen in der Mitte, aber Assassin's Creed sollte einen auf jeden Fall siezen, was ja auch so ist, dass du irgendwie so eine Maschine liegt zum Beispiel. Ein Spiel wie, ja, Rockstar-Spiele können mich auch gerne duzen irgendwie. Hier, hier. Und hopp. So, die Hirsche müssten doch hier sein, oder? Mein Gott. Ich sehe leider keine Wölfe. Wölfe, sag ich schon, Hirsche.
Nicht einen einzigen. Hörschi, hörsch! Incredible.